Hallo. Wow. Da ist die Pflanze. Und ein Dschungelraptor. Hm. Willkommen in Ark. Ja, genau. Aber hier sind sie nicht ganz so gefährlich auch. Das stimmt. Hier ist eine Pflanze. Blaubeerbusch. Erdelementar. Cool. Blaubeerbusch. Oh, cool. Nehme ich mit. Guck mal, da ist ein Foodidix. Ein was? Ein Foodidix. Ne. Oh, da schreibt einer Hi. Nein. Was? Hi, hab euch. Was? Verdammt. Oha, oha. Warte. Was? Lauf schnell. Sie wird uns niemals bekommen. Doch, sie kann selber zaubern. Oh, neues Event beginnt in der Nähe. Nein! Wir rennen hier durch die ganzen Mobs durch. Wegen dir. Außerdem ist sie eh schneller. Komm, die hat einen Raptor. Voll gemein. So. Ja, wir mussten natürlich auf der Karte zeigen, wo wir hingehen. Alter, da genau, wo wir hinwollen, sind genau zwei Events. Schnell. So. Warte. Hallo, lass uns noch mal kurz quatschen. Du musst mal weglaufen. Was? Events. Ja, und? Erfahrung. Items. Loot. Ach ja. Sie wird uns schon zuhören und wissen, was wir vorhaben. Oder ich vorhabe. Ich schreibe es einfach mal netterweise in den Chat. Ja, so. Was geht hier ab? Ach, findet und tötet so einfach die verwandelte Kreithexe. Okay. Was? Die Kreithexe muss hier irgendwo sein. Sie muss sich da sich als Dorfbewohner verkleidet haben. Aha. Okay. Okay. Als Dorfbewohner? Das heißt, der Detektiv Zero ist mal wieder da und klärt den Tag. Also, wenn ich eine Kreithexe wäre, wobei ich nicht weiß, was das ist. Das Ding ist ja, merkt man, sieht man, ob das männliche oder weibliche Dorfbewohner sind? Nö. Also müssen wir das eigentlich erstmal alle anquatschen. Ja. Okay, gut, dann brauche ich nicht schreiben, dann brauchen wir einfach nur... Ja, natürlich, also wenn, ist diese Person wahrscheinlich im Stream, wenn sie uns gesucht hat. Muss nicht sein. Wohl begegnet. Aha, aha. Hier, was? Quatsch mal mit dem hier. Was, wo, wo? Ich weiß nicht mal, wo, ich weiß nicht mal, wo du bist. Da hinten irgendwo, okay. Das hört sich verdächtig an, ja. Aber den habe ich doch schon angequatscht. Die redet ziemlich weiblich und nicht froschartig. Habt ihr Handelsware dabei? Ich höre nichts. Muss ich anklicken, so mehrmals. Muss morgen nicht umherziehen. Nö. Hey, wie kann ich sie auflösen? Ich habe sie gefunden. Wie kann ich helfen? Wenn ihr sie meinem Speichel aussetzt, wird sie enttarnt. Ah, gewiss doch. Ist der einzige Weg, okay. Wie kriege ich jetzt denn... Wenn sie was? Okay. Ich spuck sie einfach an. Was ist das? Speichel essen, Speichel werfen. Hä? Ah, so. Macht und Ruhm. Okay, jetzt bin ich ein Krokodil. Wie? Hä? Wie verwandle ich mich zurück? Schwanzwirbel zu schnappen, ich verwandelt. Oh, das war sie. Was? Wo? Da? Wo? Ich bin so ein Scheiß. Ich bin ein Krokodil, ich kann nichts machen. Ich bin voll unnütz. Ach, dafür haben wir jetzt große Hilfe. Yay! Loot! Oh, mächtiger Eisengroßschwert. Ne, das hat sich gelohnt. Ich hab nichts weiter. Oh, Waffentyp nicht von eurer Klasse verwendbar. War ja wieder typisch und klar. Ohne euch hätten wir die Hexe vielleicht nie gefunden. Ich fand trotzdem diese Kröte sehr verdächtig. Das war nicht sehr kröterisch von ihr.
Tja. So. Das ist cool. Die hier. Du machen wir die Quest oder was? Also ich muss sagen, du hast echt coole Klamotten. Ich bin neidisch. Das ist gemein. Für die Kreiz sind wir nichts weiter als Sklaven, die noch nicht gefangen oder getötet wurden. Ich habe geschworen, sie bis zu meinem letzten Atemzug zu bekämpfen. Doch wir sind zu wenige. Wir sind auf Hilfe angewiesen, wenn wir überleben wollen. Was kann ich tun? Tötet alle Kreid, die ihr seht. Dringt in ihr Lager ein und befreit meine verlorenen Stammesbrüder, besonders unsere Jungen. Ohne sie sind wir nichts. Ich will mir gar nicht ausmalen, was sie durchmachen. Okay. Und wo soll dieses Lager sein? Gefangene Hülek befreit und Gebietsmarkierungen repariert. Ich belebe mal diesen Typen erstmal wieder. Ja, das klingt erstmal gar nicht so schlecht. Mir wird angegriffen. Du Potsau. Lass mich in Ruhe. Ups. Oh. Ich habe aus Versehen einen Vogel angegriffen. Danke für die Hilfe. Ah, hier ist eine Zielgebietsmarke. Also auf jeden Fall erhöht sich die Quest. Jo. Ja, das ist normal. Wenn man Dinge tut. Da unten im Wasser kämpft einer. Ah. Ich glaube, meine Feuerbälle bringen nichts, oder? Im Wasser? Doch, doch, doch. Hat Schaden bekommen. Ne? Ja, doch, doch. Ich will dich nicht begrüßen, ich will Loot. Oh, die hat kein Loot. Nein, das wollte ich gerade machen. Nimmt sie mir einfach meine Quest weg. Ja, das machst du sonst auch immer. Nein. Doch. Nie. Natürlich. Hast du ein Beispiel? Nein. Siehst du? Das hat nichts zu heißen. So, ich habe jetzt die Hälfte. Und du? Ja, noch nicht mal. Siehst du? Weißt du, und dann Kloss mir Sachen. Du? Sonst wäre ich schon nichts gar fertig. Gar nicht. Gar nicht wahr. Du klaust mir Sachen, sonst wäre ich schon mindestens genauso weit wie du. Ich frage mich einfach nur, wo dieses komische Lager sein soll. Unter Wasser vielleicht? Ja! Wir müssen runter Wasser? Ins Wasser. Okay, cool. Wir dürfen nicht mehr so einseitig denken, denke ich mal. Nee, ich glaube auch. Vor allem nicht, da wir ja eigentlich unendlich atmen können unter Wasser. Mhm. Oh. Das ist eine Zelle. Zellen sind doof. Ah. Huch. Ich bin ein bisschen irritiert unter Wasser. Ich habe einen Käfig gemacht. Und du bist da drin gefangen gewesen. Ich? Gar nicht. Ich hab dich da gefangen? Nein. Aber selbst unter Wasser, ich finde das schon echt cool, ne? Die Leiche war nicht echt, ich bin vergiftet. Echt? Ja, WTF. Das ist gemein. Oh. Oh, was ist das denn? Ihhh. Hier ist irgendwas zum Kommunizieren. Ist doch gut. Junge Hai. Hä? Wem gehört der junge Hai? Achso. Da war gerade ein junger Hai, fand ich lustig. Die dunkle Energie der Kite scheint sich hier zu konzentrieren. Finger davon lassen. Okay, ja. Wozu existiert das Ding überhaupt? Guck mal, das ist ein Thunfisch. Das ist ein kleiner Thunfisch auf jeden Fall. Warte. Wäre, glaube ich, ganz hilfreich, ne, wenn du mit in der Gruppe bist. Da bist du. Oder? Ja. Jo. Ah, hier ist ein Gefangener. Wir haben großstufige Hilfe. Hä?
Ich kann ihn nicht befreien, ich kann ihn nur begrüßen. Ah, ich kann den Käfig angreifen. Kommunizieren? Dunkle Energie in der Kreid scheint sich hier zu konzentrieren. Finger davon lassen, na gut. Oh, eine Zelle. Ja, ein bisschen sinnlos gewesen. Joa. Aber es ist cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total klasse, dass man hier einfach rumschwimmen kann, ohne auf seine Atmung zu achten oder so. Das stimmt. Und dabei sieht das alles noch voll cool aus. Richtig hübsch. Ich hab's gleich geschafft. Ich nicht. Ich greife unter Wasser mit Eis an, das ist lustig. Okay, naja, wieso nicht, ne? Yay! So, jetzt muss ich nur auf dich warten. Ja. Selbst schuld. So. Düdüm. Ich kann ja schon mal vorlesen, was die Quest so zum Abschluss bringt. Nieder mit den Kaid. Solange sie leben, werden die Zeiten für uns nicht einfacher. Doch eure Taten haben die Last des Stammes leichter werden lassen und uns Hoffnung auf zukünftige Sonnenaufgänge gegeben. Ich danke euch. Bitte, bitte schön. Gib mir Geld. Jo. Cool. So. Ja, dann... Das sieht so cool aus. Ich hoffe, im Stream kommt es auch so cool rüber, wie es bei mir gerade ist. Der Wahnsinn, diese Beleuchtung und überhaupt. Oh, wollen wir einen kleinen Wasserausflug machen? Über uns sind noch zwei Herzen. Krass. Über uns, ja, auf jeden Fall. Oh ja. Bist du schon fertig? Ja. Dann lass uns mal ein bisschen schwimmen. Das ist cool, das sieht so geil aus. Vielleicht kriegst du auch hier irgendwo noch ein Unterwassertierchen. Oh, das wäre auch nochmal cool, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie so ein Jungtier finden. Ich bin so geflasht. Also wenn ich zwischendurch mal nicht rede, dann bin ich einfach nur gerade geflasht von dem Ganzen, was hier so los ist, wie das alles so aussieht. Hier ist ein kleines Wassertier. Hä? Okay. Da, Schuppen, Lindwurm, Junges. Oh, warte. Oh Gott. Warte mal. Wie? Nein, ich habe vergessen, wie ich die zähme. Nein! Okay. Ja, gut, dein Tier hat's getötet. Ich hab vergessen, wie ich sie zähme. Ja, wir finden schon noch ein anderes. Vielleicht einen normalen Fisch und kein komisches Ding ins Kiechens. Ich hab's trotzdem vergessen, das ist gerade voll blöd. Kupfererz. Kannst du ja schnell einlesen. Ja, nö, das mach ich in Ruhe. Aber stand es nicht irgendwie... Letztes Mal stand es, glaube ich, eigentlich noch da, ne? Nein! No! Herrschaftsgebiet der Winde entdeckt. So, ich glaube, wir haben jetzt ein Herz erreicht. Ja. Oh, wir haben da einen Heldenpunkt. Ja, da über der Brücke, ne? Da ist ein Heldenpunkt auf der Brücke und da oben ist das Herz. Und da weiter noch weiter ist ein Speer. Achso, ich habe einen Stufenaufstieg bekommen. Ich dachte, was ist denn nur los? Meine hat irgendwie so komisch geleuchtet und hat irgendwie, keine Ahnung, so einen Son Goku-Schrei gemacht. Ich habe ein Level abbekommen. Okay. Achso, Son Goku-Schrei, ja, ja. Yay, da ist der Typ, dem wir helfen sollen. Ach, besiegt Kreid, bringt ihr Hühle, was... Ihr Hylek-Rüstung und rettet Hylek-Sklaven. Achso, unten habe ich ganz, ganz viele Zellen gesehen. Ich glaube, das hat damit was zu tun. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ah, ich habe einen Buff. Cool, danke. Geronimo! Achso, hier meinst du? Ja, aber nur einer war voll. Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Hast du sie gesehen? Ja. Ich dachte, ich hätte sie geöffnet, aber habe ich nicht. Das warst du. Doch, nein. Ich habe sie auch geöffnet.
Ja. Ich habe eine Hylek-Rüstung. Diese Rüstung wurde wahrscheinlich von den ortsansässigen Hylek gestohlen. Sie sollte zu Joal östlich der Ah. Titanentreppe zurückgebracht werden. Okay. Ah. Also Zero zur Info für dich, nur die grünen Jungtiere kann man zähmen. Ach so, okay. Bisschen lame. Ja, hätte man sich fast schon denken können, aber ja. So. Oh, ihr seid da oben. Ja, ich töte ein bisschen. Hier und da ein paar. Was Wechsle auch ich mal die sonst. Fähigkeiten und wirke jetzt Erdzauber unter Wasser. Ist auch lustig. Oh. Ich mach das Wasser schmutzig. Nee, das war er. Ah, alles gut. Ich wollte gerade sagen, ich gehöre zu den Guten. Wer weiß, vielleicht ja auch nicht. Du weißt, das mit dem Gut ist immer Ansichtssache. Ja, stimmt. Ups. So, auch kein Loot, schade. So, ich hoffe, das bringt was jetzt, wenn ich die töte hier. Oh, die Zellen sind ganz schön widerstandsfähig, ey. Tja, die kreit nicht. Wirklich nicht, die gehen schon voll schnell tot. Gildenübersicht. Stimmt, wir könnten ja eigentlich irgendwann mal auch eine Gilde erstellen. Oh ja, oh ja. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Eine Gilde für alle, die wollen. Also, ja, doch, klar, logisch. Wahrscheinlich finden uns dann auch alle ein bisschen schneller. Ja, müssen wir nur mal gucken, wie das funktioniert mit dem Erstellen. Ja, werden wir schon rauskriegen. Was macht ihr so weit So. hinten? Töten? Was denn sonst? Zählt das noch zur Quest hier vorne? Was ist denn das? Also ich denke schon. Also zumindest fühlt sich mein Balken, wenn ich die töte. Ach so, okay. Weil es sind ja diese Kreid, die man töten kann, muss, soll. Und da hinten keine mehr waren, dachte ich mir, gehe ich halt weiter raus. Eine Gilde für alle, die nicht wollen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ach ja. Hier ist übrigens noch eine Truhe unten. Oh, ich komme gleich. Weil du ja meintest, dass du die auch öffnen kannst. Event war erfolgreich. Okay. Wo ist die Truhe? Yay. Hier, wo ich bin. Komm mal. Ah, da ist sie schon. Oh, mein Inventar ist voll. Nein. Noch eine Hylek-Rüstung. Oh, gut. Noch Ja. eine Hylek-Rüstung. So, Event haben wir schon mal abgeschlossen. Belohnungsstufe 16. Ach so, hier. Ah. Gilden sind eine tolle Art, um neue Freunde kennenzulernen, Tyria mit anderen zusammen zu erkunden und Zugang zu Boni zu erhalten. Drückt die Taste G oder das Gildensymbol in der oberen linken Ecke, um mehr zu erfahren. Mal gucken, Gilde erstellen. Guck mal, es geht ganz einfach. Okay. Also theoretisch. Soll ich mal raufklicken? Ja, mach ich. Cool, Gildenname. Ach du Scheiße, da geht's ja schon los. Seggi TV. Ja, cool. Finde ich gut. Wie? Ich kann das nicht groß schreiben. Nein. Okay, warte, dann brauche ich einen Bindestrich. Das ist ja all, das geht auch nicht. Ja gut. Unterstrich? Nee, ich glaube auch nicht. Aber wir haben auch zu wenig Geld. Nee, Unterstrich geht auch nicht. Man Wir braucht brauchen Geld. ein Gold. Ein Gold.
Ja gut, ich habe 18 Silber gerade mal, also das dauert noch, bis wir es zusammenkriegen. Aber ihr dürft natürlich auch gerne, also ihr dürft natürlich auch gerne spenden. Spendet Geld. Was? Ach so, nee, alles gut. Danke. Ich habe das gelöst, indem ich hier, also du siehst, ich habe wieder genug Plätze. Ich habe meine Materialien eingelagert. Aber danke, danke, danke. So, wie viel Gold habe ich denn eigentlich? 22 Silber. Ja, also nicht mal zusammenlegen. Nicht mal, wir haben ja nicht mal die Hälfte, oder? Nee. Unter der Hälfte. Nee, naja, doch, vielleicht gerade so. Oh, fertig. Yay! Zum Glück habe ich es aus dem Augenwinkel noch gesehen. Was, dass ich das gemacht habe? Ja, ich habe noch einmal kurz mal drauf geschossen. Hast du die Quest jetzt auch? Ja. Oh, geil, geil. Juhu! So. Wisst ihr was? Nach einer kurzen Zeit hier ist die Kreid. Was? Sind die Kreid schwer angeschlagen? Dank eurer Bemühungen hat der Hartzupelstand, okay, nun eine Chance. Ich würde euch eine Kiste voller Insekten schicken, wenn ich welche übrig hätte. Na toll. Ah, der Händler heißt Joel. Okay, dann gehen wir mal zu Joel. Wir haben ja zwei Sachen für ihn abzugeben. Was abgeben? Ich habe ja diese Rüstung bekommen. Und diese also ich bin auf jeden Fall gleich tot oder so. Nein! Warum? Oh mein Gott. So, ich habe Hylek-Rüstung für euch gefunden. Danke, unsere Ausrüstung zurückerobern wird uns im Kampf gegen die Kreid gewiss helfen. Krieg ich was dafür? Hilfe! Ich habe einen Scheiß dafür bekommen, dass ich ihm das zurückgegeben habe. Voll nett. Hallo, ich sterbe hier. Ist das mein Problem? Ja. Oh, du hast vom Flop Post bekommen. Wahrscheinlich Geld. Er hat sich erbarmt. Ich weiß nicht. Für die Gilde. Oh, danke schön. Danke, 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 danke. Das ist cool, das ist cool. So, warte. Dann haben wir nämlich wahrscheinlich auch gleich unser allererstes Gildenmitglied. Mhm. Natürlich. Ich bin da schon nie. Ja. So, SEGI-TV. Warum? Was, warum gibt's schon? Ach so. Kürzel, STV. Ja, weiß ich nicht. Ja? Keine Ahnung. Oder ist der denn, dir fällt dir noch was anderes ein? Keine Ahnung, One-Up? Warte. Na, wobei, ist ja ein Kürzel. Nee, das wird hinter unserem Namen angezeigt. Ja, One-Up. Ist doch nicht schlimm. Ja, okay. Ja, das stimmt. Okay, gut. Ah, nein! Nein! Man kann keine Eins schreiben. Ja, gut, dann SEG. SEG? Gut. Was, wieso SEG? Ja, doch, SEG geht. Oder, wie gesagt, entweder SEG oder STV. Ja, eins von beiden. Sack. Sack. Was gefällt euch denn besser hier im Chat? Ja, genau. Das wäre jetzt natürlich auch nochmal cool zu wissen. So, Verantwortung auf andere abgewälzt, check. Yeah. Hey. Deswegen streamt oder nimmt man auf. Das ist ein Kanonenturm, der mich einfach angegriffen hat. The fuck? Da war auch noch ein Gegner drin. Ich glaube, wir kriegen keine Antwort. Well, ist ein schönes Gegenkürzel. Aber ich glaube, mir fällt STV besser. Ja, STV. Ja. Boom! Für meine Gilde! So, warte. Geht das einfach so? Gildeneinladung, perfekt. Ihr habt die großen Bestien der Sonne besiegt. So. Ich bin die wahre Tochter der Sonne. Jetzt müssten beide eine Gildeneinladung bekommen haben. Ja, ich bin drin. Gut. Beweis, dass die Sonne durch euch scheint. So, ich bin hier beim Fernrohr, wenn du herkommst. Mitgliederliste da. Ja, gerne, gerne, gerne. Also, ich habe ja auch mit zu danken.
Genau, Leder. Ach stimmt, wir haben noch gar keine zweiten Berufe ausgesucht beim letzten Mal. Ah. Haben wir nicht? Ich schon. Sicher? Aber hier steht nur einer drin. Warte. Beim zweiten Handwerk steht nichts. Das stimmt eigentlich schon, ne? Beherrschung, Erfolge, Handwerk. Bringt mir Kreid heute. Das Blut unserer Erzfeinde wird unseren Frieden besiegeln. Sehe ich das hier? Hm? Wo sehe ich nochmal, welche Berufe ich habe? Bestimmt im Heldenmenü. Im Zweifel immer auf Held. Keine Ahnung. Doch, genau. Auf H drücken und dann das Handwerk. Ja. Ach doch. Ich bin Juwelier und Konstrukteur. Ja, okay, doch. Nee, gut. Dann ist okay. So, kommst du jetzt zum Fernrohr? Ja. Also, auf zum Fernrohr. Da. Da lang! Ach ja. Cool, richtig erfolgreich heute. Wieder neue Leute kennengelernt im Spiel. Alles toll. So. Okay, gleichzeitig. 3, 2, 1, go! Die Löwengarde soll die Löwenstraße für Reisende und Kaufleute sichern. Aber die Kreidbahnfreistadt hat es mit dem Kreid der Sklavenhändlertiefen und einer zunehmenden Zahl von Untoten zu tun. Das hört nie auf. Okay, kurze Einführung. Flop, wir... Also, je nachdem, wie viele Folgen wir brauchen... meist, also Freitag auf jeden Fall. Guild Wars 2 ist, wenn dann Freitag. Ja, wir sind ja gleich schon durch. Ich würde sagen, zum Abschluss gehen wir nach oben. Was? Wo? Was? Nach oben? Ja, da ist nämlich Bezwinge Xolotti, Stufe 12. Ah, okay. Ja. Was ist denn das hier? Hast du bekommen, den Speedbuff? Ich habe extra auf dich gewartet. Nee. Wir haben ein paar Kreid heute für dich. Ach, hast du das schon abgegeben? Ja, das ist das Event. Oh Gott, er ist fast tot. Schnell! Ja, wo? Mann! Wo bist du denn? Ich bin noch nicht mal in der Nähe. Doch, du bist doch... Hä? Nein. Ich dachte, du wärst das hinter mir. Wer ist denn das? Ja, keine Ahnung. Na toll. Hey, wir sind alle Tiere, du hast noch Zeit. Okay, ich bin da. Hoffentlich da. Warte. Nein! Hast du es nicht mehr geschafft? Nein. Oh. Toll, weil du immer vorlaufen musst. Ich hab gedacht, du bist hinter mir. Ich hab den Punkt auf der Karte gesehen hinter mir und dachte, das wärst du. Okay. Nein, ich war weit weg. Oh, das ist ein cooles Reittier. Wie verwandelt man sich zurück? Ihr habt euch bewiesen. Okay, aber ab sofort bin ich im Let's Play übrigens dieses Krokodil. Yay, yeah, Zero, das komische Krokodil. Na gut. Ach ja. Ich bin wieder normal. So, ich hoffe, das mit dem Stream war jetzt aber genug gesagt. Also wie gesagt, also Freitagabend, je nachdem, wann ich halt immer zu Hause bin nach der Arbeit. Und nach dem Schwimmen und ob ich Lust hatte zu schwimmen und so. Ja, je nachdem. Und dann immer für eine Stunde. Also die eine Stunde steht immer fest. Kleines entspanntes Ründchen. Guild Wars 2. Genau. Es sei denn, Zero hat zu viele Folgen, dann fällt es aus. Ja. Also wir machen das immer so, dass auf meinem Kanal läuft halt Guild Wars 2 immer am Wochenende, Samstag und Sonntag. Und Reggie wird das im Laufe der Zeit dann auch auf ihrem Kanal hochladen, alles zusammen. Aber an sich, wenn ihr was verpasst habt, könnt ihr es natürlich auf YouTube auf irgendeinem der beiden Kanäle angucken. Genau. Ach ja. Ja, dann würde ich sagen, ne, dann bis nächste Woche. Warte. Ah, guck mal, ich setze mich dazu. Setzt du dich auch dazu? Komm. Okay, warte. Guck, wie süß sie sitzt. Einfach, genau. Zero tanzt wieder aus der Reihe und tanzt. Yay! Na komm, ich setz mich in den Kreis. So, teilen wir uns irgendwie eine Bong oder so? Oder was machen wir jetzt hier? Hallo?
Ach ja. Ja, wie gesagt, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, und wer joint der Gilde. Spendet genau. Geld und Items. Genau. Gebt uns euer Leben. Genau, nein, wenn ihr auch in unsere Gilde rein wollt, dann dürft ihr natürlich. So. Ja, Portal benutzen, okay. Ah. Wo sind wir jetzt? Okay, sehr, nicht sehr weit weg. Ich habe gedacht, sie bringt uns jetzt nach Hause oder so. Zu sich. Gibt uns Kuchen oder irgendwas. Nee, dann spring ich halt in den Tod. Tschüss. Was? Ja, tschüss. So, jetzt aber wirklich tschüss, Leute. Ja. Auch wenn es echt Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.